what's happening. You and your ass invited, so go on and get to clapping. Go pop it for a player, pop, pop it for me. Turn around and drop it for a player, drop, drop it for me. Visuals in Miami, wake up with no jammies. Love's a tip for dinner, all your stuff that's campy. You got it if you want, got it if you want. Said I got it if you want, take my wallet. Put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. Yeah. And I'm gonna give it to you. Got to be shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. 6 miles. Performance, großartig gesungen. Ihr habt wirklich alle meine Erwartungen übertroffen und ihr habt euer Herz rausgesungen, ihr habt gezeigt, was ihr könnt. Und ich kann nur sagen, es sind so beschissene Regeln, dass ich hier heute nur einen von euch mitnehmen kann. Danke dir. Hey Sarah, du kannst ja noch mal kurz überlegen und die Jungs mal dir einen Rat geben lassen, Nico. Boah, also erstmal also ein Riesenkompliment. Das ist eine richtige Performance. Da hat alles gestimmt, von Gesang bis Tanz, wie ihr zusammen geactet habt. Es war ganz, ganz große Klasse. Vielen Dank. Danke dir. Oh. Sowas gehört so sehr hierher. Und wirklich also ein Riesenkompliment auch an Sarah, dass sie euch zusammengetan hat mit diesem Song. Unglaublich. Also ich habe mich echt gefühlt wie so ein Konzert. Ich habe richtig Bock gehabt. Hammer, hammer krass. Ihr könnt super stolz auf euch sein. Vielen Dank, Nico. Danke. Johannes. Also ihr habt den ganzen Laden hier wirklich mitgenommen von der ersten Sekunde an. Und was ich so beeindruckend finde, wirklich, ihr habt ja dabei performt, ihr habt getanzt, ihr habt euch gedreht, ihr habt Moves gemacht, die auch sitzen müssen, damit sie cool und lässig aussehen. Und dabei noch so zu singen, das ist ganz, ganz große Kunst. Und da habt ihr wirklich hier richtig abgeräumt. Könntest du dich entscheiden? Ich habe mir oft gewünscht, in meinem Leben Sarah Connor zu sein. Aber jetzt, heute hier,
bin ich froh, dass ich es nicht bin. Beide haben mich abgeholt, beide haben mich berührt. Das war so stark. Ihr gehört beide eigentlich weiter. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Es war ja ein Spektakel. Es hatte irgendwie so ein Augenzwinkern, was voll wichtig ist für eine Bruno Mars-Nummer, finde ich. Es hatte eine Sexiness. Es hat mich total angezündet. Hat richtig, richtig Bock gemacht. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, Marc. Danke. Ja, Sarah. Ja, es ist echt, das ist echt hart, vor allem, weil ich die jetzt auch gerade nicht anfassen kann. Luna, du bist eine großartige, ausdrucksstarke, sehr junge Sängerin. Ich glaube, du brauchst noch ein bisschen Erfahrung, aber du hast das ganz fantastisch gemacht. Du hast auch diesen Laden echt gut zusammengehalten, schon in den Coachings, als der Ron noch dabei war und keiner seine Texte konnte. Nordin, du hast mich im Coaching ein bisschen hängen lassen und warst nicht wirklich gut vorbereitet. Das hast du heute wettgemacht. Du hast mich echt beeindruckt. Du kannst diese hohen Töne, du hast das ganz toll gemacht. Also, es ist wirklich eine wahnsinnig harte Entscheidung. Ich hänge an beiden. Und egal, wer jetzt hier nach Hause geht, das möchte ich, dass ihr das beide wisst. Ich bin mir ganz sicher, dass ihr nicht nach Hause geht. Es gibt ja die Comeback-Stage mit Elif und es gibt die Steel-Deals. Du gehörst auf eine Solobühne. Ich möchte dich wiedersehen. Nordin, ich möchte dich mit in die Sing-Offs nehmen. Nordin ist in den Sing-Offs. Ich bin ein großes Stück enttäuscht. Ich meine, das wird nicht die letzte Bühne sein, die ich betrete. Und deswegen bin ich da ganz positiv. Ich bin so glücklich. Ich muss meine Frau anrufen und meinen Kindern Bescheid sagen. Es ist unfassbar, unfassbar. Wow, ey. Auch dieses Jahr haben ausgeschiedene Talente weiterhin die Chance, gesteelt zu werden. Da Sarah nicht anwesend sein kann, passiert das erst nach den kompletten Battle-Aufzeichnungen. Und zwar jetzt. Okay, Leute, es ist Steel-Deal-Zeit. Es geht ran! Hey! In einer geheimen Mission werden die Talente mit einem Steel-Deal überrascht. Ich habe das große Glück, die großartige Luna in mein Team stealen zu können. Also ich habe es quasi schon gemacht, aber sie weiß es noch nicht. Ich überrasche sie jetzt und rufe sie jetzt mal sofort an. Hallo, Farina? Ja, hallo, mein Name ist Marc Forster. Spreche ich mit Luna? Hallo Marc, ja. Ich wollte mich bei dir melden, um dir mitzuteilen, dass ich dich gesteelt habe. Du bist in meinem Team. Oh mein Gott, wirklich? Oh mein Gott. Ich bin super happy, dass es weitergeht. Oh mein Gott. Yes.